Kein Eislaufen, sondern Eisstockschießen war am Freitagabend auf der Dürmener Eisbahn beim Eisstockturnier der Sparkasse Westmünsterland angesagt. 24 Mannschaften in 6 Gruppen waren angetreten, um einen der begehrten ersten Plätze zu belegen. Durch die Eisbahnüberdachung herrschten optimale Bedingungen. Wir sind vor allem froh, dass wir das in diesem Jahr überhaupt ausführen dürfen, dass hier in diesem Jahr der Dürmener Winter in dem Maße stattfinden darf. Macht uns sehr glücklich und wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr zum 18. Mal den Sparkassencup ausspielen dürfen. Es haben sich auch für unser Turnier in diesem Jahr wieder 24 Mannschaften angemeldet. Im Grunde, sag ich mal, waren im September, Oktober die ganzen Plätze belegt und es sind viele Teams dabei, die aus den Vorjahren schon mal teilgenommen haben, aber auch immer wieder neue Teams, also neue Mannschaften, die zum ersten Mal dabei sind. Und dieser bunte Mix macht es dann letzten Endes halt auch aus. Um 17.45 Uhr hatte Christoph Schrey die Eisfläche freigegeben. Die ersten Eisstöcke glitten über das Eis. Obwohl Amateure, waren alle Teilnehmer hochmotiviert, den Eisstock so nah wie möglich an die Daube zu befördern. Wegen der Überdachung war die Eisfläche nicht so glatt wie in den Vorjahren. Daher erkundeten alle Teams die Gleitfähigkeit des Eisstocks mit Probewürfen. Auf die Einhaltung der Regeln achteten die Schiedsrichter. Es ist immer so, dass 2 Mannschaften gegeneinander spielen. Jede Mannschaft hat 4 Wurf. Es wird abwechselnd geworfen und Ziel ist es, das bewegliche Ziel, die Daube am Ende der Bahn zu treffen. Der Eisstock, der der Daube am nächsten kommt, zählt 3 Punkte. Die nächsten 3 Eisstöcke, die dann der Daube am nächsten kommen, zählen jeweils 2 Punkte. Das Ganze wird dann 2-mal gespielt mit Hinspiel und Rückspiel und am Ende gibt es dann einen Sieger, aber auch durchaus auch eine Pattsituation. Welches Team zusammengehörte, war leicht zu erkennen, denn fast alle hatten sich für ein einheitliches Merkmal entschieden. Nach den ersten Durchgängen trennte sich die Spreu vom Weizen. Das Team Glühweinschwestern hatte Glück, sie gewannen einen Durchgang. Die Eisbahn ist heute ein bisschen stumpfer, aber wir haben uns gut geschlagen. Ein Spiel verloren, ein Spiel gewonnen. In der Vorrunde haben wir jetzt noch ein Spiel gegen noch und dann müssen wir entscheiden. Das weiß ich nicht, ob die Sparkasse einen Gewinn ausgesetzt hat. Wir kommen hier nur vom Spaß eigentlich. Erstmal geht es gar nicht mal hier an diesem Abend darum, einen besonderen Preis zu erzielen, sondern wir wollen hier einen geselligen Abend, einen gemütlichen Abend auf der Eisbahn verbringen, hier im Dömener Winter. Wir versüßen das natürlich auch mit dem einen oder anderen Glühwein und Heißgetränk. Es gibt natürlich einen Pokal und die ersten 4 Sieger kriegen auch einen kleinen Geldpreis. Am Ende setzte sich das Team die ewige A-Jugend durch und errang zusammen mit den Zweit- bis Viertplatzierten Geldpreise. Auch im nächsten Jahr will die Sparkasse Westmünsterland wieder ein Eisstockturnier anbieten.